So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch namens des nach wie vor abwesenden Rektors herzlich hier willkommen heißen. Mein Name ist Christoph Möllers, ich bin Permanent Fellow hier und habe die Freude, Sie kurz in den heutigen Abend einzuführen. Was macht eigentlich der Liberalismus so, könnte man sich fragen. Ich war auf der einen Seite, ist er omnipräsent, nicht zuletzt durch den wahllosen Gebrauch des Epithetons neoliberal für alles Böse auf Seiten der Linken oder liberal für alles Böse auf Seiten der Rechten. Und auf der anderen Seite ist er vielleicht politisch auch ein bisschen verschwunden oder war auch nie wirklich da. Gerade in Deutschland denken wir, dass Liberalität ein irgendwie notwendiges, aber doch schwieriges politisches Label ist. Wir denken vielleicht an die Katholikenverfolgung durch preußische Nationalliberale oder den Schutz von staatlichen Gründen durch die FDP. Und doch werden wir ihn irgendwie nicht los. Und wenn wir die Freiheit lieben, müssen wir vielleicht auch den Liberalismus lieben. Wir müssen ihn dann vielleicht nur neu denken oder neu rekonstruieren. Und das scheint mir ist eines der zentralen politischen Anliegen, der zentralen theoretischen, nicht politischen, der zentralen theoretischen Anliegen der Rednerin unseres heutigen Abends, Lisa Herzog, Fellow dieses Jahrgangs und Professorin für politische Philosophie und Theorie an der Hochschule der Politik für Politik der Technischen Universität München. Lisa Herzog studierte Philosophie, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften in München und Oxford. Als ein Rhodes Scholar war sie von 2008 bis 2004 in Oxford und promovierte dort, hatte dann zahlreiche Lehraufträge und Fellowships in St. Gallen, in Frankfurt, in Löwe oder in Stanford und ist seit 2016 Inhaberin der Professur, wie gesagt, für politische Philosophie und Theorie an der Technischen Universität München. Das ist erstmal für einen WIKO-Fellow gar nicht so ein langer Lebenslauf, aber sie ist halt auch sehr jung. Und deswegen ist es dann doch sozusagen das Besondere daran, dass diese Kürze des Lebenslaufs auch ein besonders hohes Maß an Dichtheit aufweist. Und mir scheint, als jemand, der am Wissenschaftskolleg arbeitet und natürlich die Fellowauswahl auch beobachtet, dass alle Probleme, die wir so haben mit Diversität, mit Herkunft, mit Geschlechtern, sich eigentlich alle von selbst lösen würden, wenn wir einfach jüngere Fellows hätten. Und das scheint mir sagen, eigentlich das zentrale Anliegen vielleicht auch mal der nächsten Jahre zu sein. Lisa Herzog ist in dieser kurzen Zeit mit sehr vielen interessanten Veröffentlichungen hervorgetreten. Ich nenne ihre beiden veröffentlichten Bücher. Einerseits Inventing the Market, Smith, Hegel and Political Theory, das bei Oxford University Press 2013 erschien und jetzt auch schon als Taschenbuch vorliegt. Und zweitens ein Buch mitten in das Thema, mit dem ich begonnen habe, Freiheit gehört nicht nur den Reichen, Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus, C.H. Beck 2014. Dazu sind viele Aufsätze erschienen, die alle sich, oder nicht allesamt, aber die doch irgendwie zahlreich gravitieren, um eben den Versuch, nochmal eine liberalistische Theorie, liberale Theorien zu rekonstruieren und in gewisser Weise für die Gegenwart relevant zu machen. Wenn man versucht, ihr Werk so ein bisschen zu charakterisieren, ihm irgendwie eine Signatur zu geben, könnte man vielleicht sagen, es ist oft ein Werk, das historisch ansetzt, bei der Rekonstruktion klassischer Autoren wie eben Smith oder Hegel oder Mill, das aber andererseits diese klassischen Autoren doch relativ gnadenlos dazu nutzt, das kann man glaube ich so sagen, zeitgemäße Fragestellungen zu rekonstruieren und im Grunde uns noch einmal über die Wertigkeit der Argumente für unsere Zeit mit Blick auf Fragen der praktischen Philosophie klar zu werden. Es ist vor allem auch ein Werk, das diese Geschichte, diese Ideengeschichte dazu nutzt, um nicht nur die Wandelbarkeit der Ideen zu zeigen, sondern auch die Wandelbarkeit der Institutionen, die diese Ideen rekonstruieren und dokumentieren sollen, also etwa die Wandelbarkeit von Dingen wie Markt, Wettbewerb oder auch Freiheit und die damit in gewisser Weise auch versucht, diese Konstruktion zu denaturalisieren und in ihrer Gemachtheit, Machbarkeit und Veränderbarkeit noch einmal zu thematisieren. Und es ist vielleicht auch drittens ein Werk, das ganz besonders mit dem sich selber, mit dem Problem, vermeintlichen oder wirklichen Problem, fehlender Welthaltigkeit des zeitgenössischen Philosophierens konfrontiert. Ein Problem, das ich als Nicht-Philosoph jedenfalls so empfinde, der Frage, was ist eigentlich sozusagen der Stoff, mit dem Philosophen sich beschäftigen und wie weit sind Philosophen eigentlich in der Lage, in der Tat, sozusagen die Welt, wie sie ist, in ihre eigene Gedankenwelt aufzunehmen und inwieweit sind Philosophen in der Lage, im Grunde mit empirischem Material zu hantieren. Das ist in ihrem Werk ein sehr präsentes Problem, was eigentlich immer irgendwie an der Schnittstelle von Politik oder Ökonomie mit philosophischem Denken operiert.
Und das zu reflektieren, ist in gewisser Weise dann auch gleich der Gegenstand des heutigen Vortrages, in dem die Frage der Spezialisierung in ihrer politischen Bedeutung philosophisch reflektiert wird, haben wir sozusagen eine Vielzahl von Themen Lisa Herzogs im Titel des heutigen Abends. Markt oder Profession, die Politik zweier Wissenslogiken. Lisa, ich freue mich, dass du heute mit uns bist. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung, Christoph. Danke an Sie fürs Kommen und danke auch an alle, die im Hintergrund hier schon vorbereitet und organisiert haben. Haben Sie schon mal versucht, einer Person, die an einem vollkommen anderen Bereich arbeitet, in wenigen Sätzen zu erklären, worum es in Ihrer Arbeit eigentlich geht? Und wie lange haben Sie dann gebraucht, bis Sie dieser Person wirklich vermitteln konnten, woran Sie gerade arbeiten und welche Wissensinhalte dabei auf dem Spiel stehen? Wir leben in einer Epoche der Hyperspezialisierung und deswegen ist auch das Wissen in unseren Gesellschaften extrem ausdifferenziert. Der amerikanische Philosoph Elijah Milgram, der ein hochinteressantes Buch über Hyperspezialisierung geschrieben hat, vergleicht diese Situation mit dem Turmbau zu Babel. Wir verstehen einander kaum noch, nicht weil wir unterschiedliche Sprachen sprechen, sondern weil die Tätigkeiten und die Lebenswelten, in denen wir sie ausführen, extrem unterschiedlich sind. Und dennoch müssen wir in einer Gesellschaft zusammenleben und für viele praktische zu lösende Fragen ist es essentiell, dass unterschiedliche Wissensformen zusammengebracht werden. Das bedeutet auch, dass wir in sehr vielen Lebensbereichen von anderen abhängig sind. Davon, dass andere Expertinnen und Experten ihr Wissen mit uns teilen oder es vielleicht nicht einmal mit uns teilen, weil wir es sowieso nicht verstehen würden, aber es so verwenden, dass es weder uns noch anderen noch der Gesellschaft als Ganzer schadet. Die Frage, die meinem Vortrag und auch meiner Arbeit hier am Wissenschaftskolleg insgesamt zugrunde liegt, ist, wie liberale Gesellschaften mit Wissen umgehen. Dass dies eine Frage ist, die gestellt werden muss, wäre vielleicht vor einigen Jahren noch nicht selbstverständlich gewesen. Aber spätestens seit 2016, dem Jahr von Brexit und Trump und von Kampagnen, in denen nicht nur Lügen und Fehlinformationen eine ganz große Rolle gespielt haben, sondern auch sehr viel Ressentiment gegen Experten aller Art, dürfte klar sein, dass es hier ein Problem gibt. Und vielleicht lässt sich das böse Erwachen in dieser Hinsicht vergleichen mit dem bösen Erwachen nach der Finanzkrise. Das Jahr 2007 hat gezeigt, es gibt keine unsichtbare Hand in Märkten. Märkte müssen sorgfältig institutionell eingehegt werden, wenn sie einer Gesellschaft dienen sollen. Und das Jahr 2016 hat, könnte man vielleicht sagen, gezeigt, dass es auch auf dem Marktplatz der politischen Ideen keine unsichtbaren Hände, keine Automatismen gibt und wir uns gerade angesichts der Digitalisierung sehr genau überlegen müssen, wie mit Wissen umgegangen wird. In der Brexit-Kampagne fiel auch der bemerkenswerte Satz "People have had enough of experts". Angesichts der Hyperspezialisierung, mit der wir Tag für Tag leben, ist das eine ziemlich absurde Vorstellung, aber es zeigt, dass hier offenbar ein Problem vorliegt. Liberale Gesellschaften wollen ihren Bürgerinnen und Bürgern Freiräume anbieten, anstatt überall Vorgaben von oben zu machen. Aber innerhalb dieser Freiräume stellen sich dann oft doch Fragen nach Formen sozialer Koordination, bei denen es oft um Wissen geht. Und viele Formen des Wissens müssen und sollen auch aus diesen Freiräumen heraus in den politischen Prozess eingespielt werden. Die Frage ist nur, wie passiert das? Und wenn diese Koordination nicht funktioniert, dann trägt dies sicherlich auch mit zur Enttäuschung und Vertrauensverlust in die Steuerungsfähigkeit der Gesellschaften bei und ist damit möglicherweise eine der tiefen Ursachen dafür, dass das liberale, demokratische Modell westlicher Gesellschaften auf einmal sehr brüchig und sehr angreifbar erscheint. Deswegen sind Fragen des Umgangs mit Wissen auch Fragen, denen sich die politische Philosophie zuwenden sollte, denke ich. Erstens geht es dabei um das Selbstverständnis unserer Gesellschaften. Und bei Hegel heißt es ja so schön, Philosophie sei ihre Zeit in Gedanken gefasst.
Mir scheint, dass gerade das Thema, das ich heute diskutieren möchte, das Spannungsverhältnis von Markt- und Professionslogik, sehr in der Luft liegt, aber nicht oft explizit gemacht wird. Und das möchte ich hier versuchen. Zweitens ist das auch deswegen ein Thema der politischen Philosophie, weil es hier immer auch um die Zuschreibung von Rechten und Pflichten und die Gestaltung von Institutionen geht. Und damit letztlich auch um Geld, Macht, Ansehen und Deutungshoheiten. Ich werde mich heute aus Zeitgründen auf den ersten, eher diagnostischen Aspekt konzentrieren. Aber es sollte klar sein, dass diese beiden Logiken, die ich unterscheiden werde, sehr unterschiedliche politische und institutionelle Implikationen haben. Die Generierung und Verbreitung von Wissen wird seit langem in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen untersucht. In der Philosophie war das klassischerweise die Epistemologie, also die Lehre vom Wissen, und seit einiger Zeit auch die Sozialepistemologie, bei der es um die sozialen Kontexte der Wissensgenerierung geht. Außerdem gibt es sehr viele empirische Disziplinen, die Wissenschaftsgeschichte, Lauren Dustin sitzt hier, die Wissenschaftssoziologie, die Science and Technology Studies. Und diese diversen Felder können uns sehr viel darüber lehren, wie komplex und wie stark sozial eingebettet Prozesse der Wissensgenerierung sind. Und damit sehr viele naive Illusionen darüber, wie Experimente funktionieren oder was mit Objektivität gemeint ist, und hinterfragen. Ich verstehe diese Disziplinen aber nicht so, dass sich der Begriff des Wissens komplett in sozialen Kontexten oder Machtstrukturen auflösen würde. Und ich halte es weiterhin für sinnvoll und notwendig, zwischen Nichtwissen und Wissen zu unterscheiden. Auch und gerade dann, wenn wir uns darüber im Klaren sind, wie komplex die Prozesse des Wissenserwerbs oft sind und in wie viel stärkerem Maß sie sozial situiert sind, als man das vielleicht oft annehmen würde. Wenn ich im Folgenden von Wissen spreche, dann meine ich das in einem sehr weiten Sinne und ich möchte das sehr bewusst nicht auf akademisches Wissen beschränken. Es geht auch um lokales Wissen derjenigen, die zum Beispiel die Sozialdynamik in einem Team oder in einem Stadtviertel besonders gut verstehen. Es geht auch um implizites Wissen, das sich vielleicht gar nicht vollständig in Worten artikulieren lässt. Das, was bei Polanyi Tacit Knowledge heißt. Wenn zum Beispiel eine Technikerin weiß, wie man mit einem Gerät umgehen kann, ohne dass sie das einfach aufschreiben und an jemand anders weitergeben könnte. In all diesen Fällen ist es so, dass wir uns derartiges Wissen nicht einfach durch Zeitungslektüre oder eine schnelle Google-Suche aneignen können. Und dann hat man es mit der Unterscheidung zu tun, die in der Sozialepistemologie die Unterscheidung von esoterischem und exoterischem Wissen genannt wird. Exoterisches Wissen ist das Wissen, das zugänglich ist für Laien, für Nicht-Eingeweihte, das man sich schnell aneignen kann. Esoterisches Wissen ist das, das immer einen gewissen zeitlichen Vorlauf erfordert, wo man selber zum Experten werden muss, wenn man verstehen will, wovon die Rede ist. Und mir geht es hier um Wissen, das auf die eine oder andere Weise spezialisiert und damit esoterisch ist. Worüber möchte ich sprechen? Ich möchte zwei Logiken des Wissens gegenüberstellen, ohne behaupten zu wollen, dass das die einzig möglichen Logiken sind, aber zwischen ihnen ergibt sich doch oft eine sehr interessante Dialektik oder die Tatsache, dass man sich auf die eine stürzt, schließt die andere aus. Also oft, denke ich, stehen sich tatsächlich diese beiden Logiken in praktischen Kontexten gegenüber. Und ich möchte darauf eingehen, wie besonders in der angelsächsischen Welt die Marktlogik des Wissens in den letzten Jahren sehr zugenommen hat. Das fällt dann auch unter das Label, das oft als Neoliberalismus bezeichnet wird, auch wenn der Begriff oft sehr vage ist. Und zuletzt möchte ich fragen, was die Potenziale für eine Wiederbelebung der Professionslogik sind. Denn interessanterweise haben dazu ausgerechnet einige amerikanische Autoren sehr interessante Vorschläge gemacht. Zunächst also die Marktlogik. Und hier möchte ich zwei Stränge unterscheiden. Auf den ersten Blick ist das Argument sehr einfach. Marktakteure handeln mit Wissen, sie wollen dabei irgendwie ihre Interessen verfolgen und dadurch erfolgt eine dezentrale Koordination des Verhaltens. Auf den zweiten Blick ist es etwas komplizierter. Und ein ganz wesentlicher Meilenstein im Nachdenken über das Verhältnis von Wissen und Märkten ist ein Aufsatz von Friedrich August von Hayek von 1945, der wahrscheinlich vielen bekannt ist, über the use of knowledge in society, also der Umgang
oder die Verwendung von Wissen in der Gesellschaft. Und wie gesagt, 1945, der Kontext ist natürlich die Konkurrenz von Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Und das Argument ist, dass Märkte in Bezug auf die Verarbeitung von Wissen Planwirtschaften überlegen sind. Das Ausgangsproblem, so Hayek, sei, dass die Daten, die für ökonomische Berechnungen nötig seien, nie an einem einzigen Punkt versammelt sind. In dem Sinne sind sie nicht exoterisch. Und es gehe bei der Frage der Verarbeitung von Wissen um, ich zitiere, the utilization of knowledge not given to anyone in its totality, also zersplittertes Wissen. Dieses lokale Wissen betrifft zum Beispiel lokale Bedürfnisse. Was möchte ich heute zu Abend essen? Oder lokale Kapazitäten. Zum Beispiel, welcher Transportcontainer ist nur halb voll und könnte noch mehr Güter transportieren? Und Hayeks Argument ist nun, dass der Preismechanismus es erlaubt, dass Wissen über solche Dinge weitergegeben wird, ohne dass man es erst bei einer zentralen Stelle sammeln und dann wieder verteilen müsste. Die Anpassung der Preise erfolgt dezentral und signalisiert, wo Knappheiten vorliegen. Und dann kann sich jeder daran anpassen. Wenn zum Beispiel irgendwo Kupfer gebraucht wird, das ist Hayeks Beispiel, dann wird der Preis für Kupfer steigen und andere, die vielleicht noch Vorräte haben, sehen dann, dass sie vielleicht doch nicht so viel Kupfer auf Lager halten müssen und werden etwas davon abgeben. Und ganz von selber fließt sozusagen dieser Kupferstrom in die richtige Richtung. Die Metapher hier ist die einer komplexen, aber selbststeuernden Maschine, sodass die Einzelnen eigenständig agieren können, aber immer in diesem Netz der Informationen, die durch die Preise vermittelt werden, stehen. Und deswegen, wie gesagt, sei das viel besser als eine Planwirtschaft. Diese These wurde zur Rechtfertigung dafür, dass das Verhältnis von Markt und Wissen generell positiv zu sehen sei. Und unter anderem wurde es übertragen auf die Vorstellung von Finanzmärkten als den ultimativen Wissensaggregatoren in der Gesellschaft. Also die Vorstellung da ist dann, dass sich alle Finanzmarktakteure informieren, ihre Einschätzungen zum Ausdruck bringen, wo wie viel Wert geschaffen wird in Zukunft und vielleicht liegen ein paar zu niedrig, ein paar zu hoch, aber irgendwie aggregiert sich das Ganze in dieser riesigen, komplexen Maschine und am Ende hat man einen Indikator, zum Beispiel einen Aktienindex, der uns ein wirklichkeitsgetreues Abbild der Wirtschaft gebe. Was ist von diesem Argument zu halten? Für die Art von Wissen, um die es bei Hayek ursprünglich geht, scheint das Argument sehr, sehr plausibel. Denn Preise stellen in seinem Bild ein schnelles, dynamisches Feedbacksystem bereit, das den Leuten, den Akteuren in Märkten sofort sagen kann, was nicht gekauft wird, wird nicht gebraucht. Wenn mehr Himbeereis als Schokoladeneis gebraucht wird, dann gibt es keine Nachfrage. Dann sieht man sofort, dass sich das nicht verkauft. Dann muss man den Preis senken oder das Angebot zurückfahren. Wunderbar, regelt sich alles von selber. Allerdings ist dieses Argument extrem begrenzt, was die Art von Wissen angeht, die hier verhandelt wird. Und Hayek sagt ausdrücklich, dass die Akteure sich nicht über politische oder gesellschaftliche Belange informieren müssen. Es geht nur um relative Knappheiten und lokale Präferenzen und Verfügbarkeiten. Dann ist es auch plausibel anzunehmen, dass die Akteure darüber Bescheid wissen. Das ist kein komplexes Wissen, wo sich Fragen nach ideologischen Verzerrungen oder sonst was stellen. Einfach nur, wie viel brauche ich, wie viel bin ich bereit zu zahlen, was sind meine Vorräte, was kann ich anbieten. Die Frage, wie man zum Beispiel mit Wissen oder der Verarbeitung von Wissen umgeht, bei dem nicht so ganz klar ist, was man selber eigentlich will oder braucht, wenn man zum Beispiel irgendwelche Krankheitssymptome hat und erstmal von jemand anders gesagt bekommen muss, was mögliche Therapien sind, das kommt hier einfach nicht vor. Und in gewisser Weise funktioniert diese Maschine, die Hayek hier so schön beschreibt, vor allem dann, wenn komplexere Wissensinhalte über andere Mechanismen bereitgestellt werden. Man könnte das so formulieren, dass Märkte eine epistemische Infrastruktur brauchen. Bestimmte Wissensinhalte müssen anderweitig generiert werden. Zum Beispiel sowas wie die Hygienestandards für die Eissorten, die da verkauft werden. Das muss irgendeine andere Behörde machen.
Das heißt, man könnte in Anlehnung an Böckenförde formulieren, Märkte haben in epistemischer Hinsicht Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen können, sondern die irgendwie anderweitig hergestellt werden müssen, damit dann die Verarbeitung von Wissen, die sie gut leisten können, funktionieren kann. Die Frage ist, wo kommen diese anderen Voraussetzungen her? In Bezug auf Finanzmärkte ist diese Metapher von der großen Maschine, die alles Wissen verarbeiten kann, noch sehr viel weniger plausibel, weil sie einfach von so vielen Annahmen abhängt, die in den Modellen gemacht werden, in der Wirklichkeit aber nicht gegeben sind. Zum Beispiel, dass die Akteure vollständig rational sind oder höchstens ein kleiner Anteil der Akteure irrational ist und von den rationalen Akteuren sofort ausgespielt werden kann. Blasenbildung, Herdenverhalten, all das kommt da nicht vor. Trotzdem, und das ist sehr interessant, werden Finanzmärkte ja oft so behandelt. Also die Vorstellung, dass die Finanzmärkte irgendwie Sensoren der Wirtschaft seien, das ist ja in der Sprache der Kommentatoren, der Nachrichtensprecher immer noch sehr verbreitet. Und in gewisser Weise ist das Bild, das hier dahinter steht und das sich auch in manchen Texten dazu findet, fast sowas wie eine Art jüngstes Gericht in Permanenz, das objektiv und neutral alles Wissen aggregiert und uns eben sagt, was sind die guten und schlechten Taten aller wirtschaftlichen Akteure, die werden jetzt hier aufsummiert und ausgespuckt. Das ist ein Strang dieser Marktlogik, der, wie gesagt, für eine sehr begrenzte Art von Wissen Plausibilität hat, aber sehr viele Fragen offen lässt. Es gibt noch eine zweite Dimension der Marktlogik in Bezug auf Wissen und das möchte ich hier unter dem Stichwort des strategischen Umgangs mit Wissen fassen. In Hayeks Modell kommt, oder in Hayeks Aufsatz kommt die Frage, ob Leute Wissen zurückhalten oder andere täuschen können, schlicht nicht vor. Und damit stellen sich sehr viele moralische Fragen über Wissen überhaupt nicht erst als sozusagen Thema dieses Modells. Und in sehr vielen anderen klassischen Modellen der Ökonomie stellen sich Fragen nach dem strategischen Umgang mit Wissen aus einem anderen Grund nicht, und zwar, weil davon ausgegangen wird, in dieser schönen Modellwelt, dass vollständige Informationen vorliegen, dass also alle Akteure die gleichen Informationen haben und voneinander auch wissen, dass sie die haben. Also dass es quasi kein esoterisches Wissen, sondern nur exoterisches Wissen gäbe. Und dann kann man nicht einfach so strategisch mit Wissen umgehen, weil man jemand anders irgendwie austricksen, übers Ohr hauen könnte, weil man mehr weiß als diese andere Person. Diese Modelle sind allerdings Teil der großen ökonomischen Narrative, die mit Adam Smith begonnen hat, auch wenn Adam Smith damit schrecklich Unrecht getan wird, dass es in Märkten grundsätzlich legitim sei, sein Eigeninteresse zu verfolgen und dass strategisches Verhalten durch die unsichtbare Hand irgendwie in das Gemeinwohl überführt werde. Und dieses Prinzip, dass Eigeninteresse gerechtfertigt sei, fängt bei Smith an, aber in einem sehr begrenzten Umfang und wird im Lauf der Ideengeschichte der Ökonomie immer weiter ausgedehnt, auf immer weitere Lebensbereiche. Und spätestens seit 1970 gibt es auch eine explizite Forschungsrichtung in der Ökonomie, die sich mit den Problemen beschäftigt, die entstehen können, wenn Akteure wirklich rein strategisch handeln, aber trotzdem das Wissen ungleich verteilt ist. Und der Aufsatz, der hier als bahnbrechend gilt, ist von George Akerlof, The Market for Lemons, also Gebrauchtwarenmärkte. Und dort wird der Begriff der Informationsasymmetrie eingeführt. Also der Verkäufer weiß mehr über die Qualität des Produkts als der Käufer. Der Käufer kann bestimmte Informationen nicht so leicht bekommen. Und Akerlof diskutiert dann, dass in solchen Konstellationen möglicherweise kein effizientes Marktergebnis zustande kommt, weil sich der potenzielle Käufer nie sicher sein kann, was für ein Auto, also von welcher Qualität da jetzt verkauft werden soll, und dann die Möglichkeit, dass es ein schlechtes Auto ist, sozusagen die Möglichkeit verdrängt, dass es auch ein gutes sein könnte. Also man schafft es gar nicht mehr, wahre Informationen zu kommunizieren, weil die Annahme immer ist, dass man strategisch handelt und weil es ja sein könnte, dass man aus seinem Wissensvorsprung Vorteile ziehen will. Was passiert also, wenn Wissen rein strategisch betrachtet wird? Es ist dann rein zur Steigerung des eigenen Nutzens zu verwenden
Und das ist natürlich das, was oft gemeint ist, wenn in einem sehr allgemeinen Sinne Kommerzialisierung oder Verwertungslogik oder solche Dinge in Bezug auf Wissen angeprangert werden. Also einerseits ist Wissen dann selber ein Gut, mit dem man handelt, wie mit Äpfeln und Birnen. Und andererseits werden Wissen und Informationen zu so einer Art Kampfmittel im Interessenskampf. Und wer mehr weiß, hat sozusagen im darwinistischen Dschungel des Marktes die besseren Karten. Im Englischen gibt es den Ausdruck Buyer beware, also Käufer, pass auf. Wenn der Käufer zu wenig weiß und sich was andrehen lässt, was gar nicht seinen Präferenzen entspricht, dann ist er selber schuld. Wie ist das jetzt zu bewerten? Die Befürworter der Modelle, die auf Eigeninteresse setzen, haben immer eine Standardverteidigung, die sie anbringen, wenn man den Wert solcher Modelle hinterfragt. Und nämlich, das sei das einzig realistische Modell, menschliches Verhalten zu beschreiben. Wenn man irgendwelche höheren Motive als Eigeninteresse annimmt, dann sei man naiv, dann hätte man ein viel zu optimistisches Menschenbild und das sei ja nicht die Wirklichkeit. Und daran ist durchaus interessant, dass der Blick damit auf Probleme gelenkt werden kann, die entstehen können, wenn diese Verhaltensannahmen eben stimmen. Also wenn Akteure wirklich rein eigeninteressiert handeln. Zum Beispiel kann dann das Problem auftreten, dass zu wenig Wissen bereitgestellt wird. Denn Wissen hat ja den Charakter des öffentlichen Guts. Also wenn es einmal out in the open ist sozusagen, dann kann es von jedem genutzt werden. Und deswegen gibt es möglicherweise zu wenig Anreiz, Wissen bereitzustellen. Und das führt dann zu sehr komplizierten Fragen nach geistigem Eigentum, nach Patentrecht und nach all diesen Versuchen, Wissen trotzdem bereitzustellen, unter der Annahme, dass die Akteure eigeninteressiert sind. Das Modell hat aber auch gewisse Schwächen und die sind in gewisser Weise genau die andere Seite dieser Medaille. Denn wenn mit Wissen strategisch umgegangen wird, dann geht sein Gemeinwohlcharakter, sofern es den hat, genau verloren. Und wenn alle strategisch handeln und davon ausgehen, dass die anderen auch strategisch handeln, dann kann es keinen offenen Wissensaustausch geben. Dann versucht jeder, so strategisch wie möglich zu sein. Und wenn Wissen nicht geteilt werden kann, kann das alle möglichen Dysfunktionalitäten nach sich ziehen. Und vor allen Dingen diejenigen, die weniger wissen, haben dann jeweils das Nachsehen. Und ich hatte ja eingangs geschildert, dass wir in einer hyperspezialisierten Gesellschaft stark von anderen abhängen. Das heißt, in Bezug auf sehr viele Wissensfelder haben wir alle das Nachsehen, weil wir alle nur in wenigen Bereichen spezialisiert sein können. Und wenn wir davon ausgehen, dass alle anderen strategisch mit Wissen umgehen, dann müssten wir uns eigentlich ständig Sorgen machen, dass wir in allen anderen Bereichen ständig übers Ohr gehauen werden. Und damit stellt sich die Frage, ob eine Marktlogik jemals die einzige Logik sein kann, mit der Gesellschaften mit Wissen umgehen oder ob es nicht immer auch noch andere Logiken braucht. Also entweder man schreibt dem Markt eine quasi göttliche Funktion zu, immer und überall Wissen sinnvoll zu verarbeiten, oder aber man muss sich die Grenzen dieser Modelle sehr klar machen und man muss sich auch die Frage stellen, woher kommt denn das Wissen, das wir brauchen, wenn wir uns über die Rahmenbedingungen von Märkten unterhalten wollen. Das kann ja dann nicht wieder selber eine Marktlogik sein. Das motiviert dazu, sich zu fragen, ob wir nicht andere Logiken brauchen. In Fällen von Wissensasymmetrien sind die Laien diejenigen, die bei der Marktlogik das Nachsehen haben. Und wie gesagt, bei der Gestaltung des Rahmenwerks für Märkte brauchen wir auch andere Zugänge zu Wissen. Und eine naheliegende und irgendwie sehr verlockende Alternative ist das, was ich hier Professionslogik nennen möchte. Der Begriff der Profession ist im Englischen ursprünglich sehr viel enger als der deutsche Begriff vielleicht des Berufs. Klassischerweise waren das Jura, Theologie und Medizin. Und es ist bis heute sehr viel diskutiert und auch hart umkämpft, welche anderen Berufe in eine Professional Logic eingehen sollten. Also zum Beispiel Ingenieure, Krankenschwestern, da gibt es viele Diskussionen im amerikanischen Kontext. Was sind die zentralen Eigenschaften dieser Logik? Es geht dabei um die Anwendung von theoretischem Wissen und Expertenwissen in der Praxis. Und Talcott Parsons hat das
1939 schon so beschrieben, dass die Anwendung wissenschaftlichen Wissens durch Professionen eine der wesentlichen Formen sei, wie die Rationalisierung moderner Gesellschaften erfolge. Dieses spezialisierte Wissen muss man natürlich zunächst erwerben. Deswegen gibt es oft lange Ausbildungszeiten, sei es praktisch, sei es theoretisch. Und es gibt bestimmte Zugangsbedingungen, zum Beispiel Zulassungsprüfungen, die dieses Wissen oder Können abprüfen. Was im Deutschen sehr stark mitschwingt, ist, dass man durch diese lange Ausbildung, durch die Sozialisierung in einer Professionsgruppe dann auch zu etwas wird. Also das ist eine Frage der beruflichen Identität und nicht nur der Skills oder des Humankapitals. Und man wird sozusagen eingelassen, aufgenommen in eine Profession, die dann gegenüber den Laien in der Wissensasymmetrie steht. Also nur die Peers, die anderen Experten, können wirklich beurteilen, worum es geht. Und deswegen, das ist jetzt das politische Argument hier, benötigen Professionen eine gewisse Autonomie und müssen sich in gewissem Maß selbst regulieren. Wir müssen zum Beispiel sanktionieren können, wenn einzelne Mitglieder sich falsch verhalten, müssen vielleicht auch Leute ausschließen können. Und der Professionsbegriff hat immer auch eine normative Komponente, insofern als mit dieser Vorstellung dann auch die Idee einhergeht, dass es eine Selbstverpflichtung dieser Gruppe gibt, dieses Wissen oder Können nicht gegen die Laien zu verwenden, nicht gegen diejenigen, die eben nicht dazugehören. Das historisch bekannteste Beispiel ist der Hippokratische Eid der Mediziner. Im Englischen gibt es auch die Unterscheidung zwischen Client und Customer, die das auch ausdrückt. Also für den Client muss ich eine Dienstleistung erbringen und stehe in einem gewissen Treueverhältnis. Der Customer, da gilt Buyer Beware. Also dem gegenüber habe ich keine Pflichten, aber beim Client eben schon. In der deutschen Berufssoziologie oder Professionssoziologie hat der Soziologe Ulrich Oevermann in den 90ern vorgeschlagen, Professionen als Berufsgruppen zu verstehen, die sich besonders mit Krisensituationen des menschlichen Lebens befassen. Zum Beispiel Krankheit, Medizin, Konflikte, das ist dann Jura und so weiter. Im Gegensatz zu anderen Tätigkeiten, die mit Routinetätigkeiten zu tun haben. Aber dieses Bild halte ich für zu begrenzt. Denn in der heutigen hyperspezialisierten Welt gibt es nicht nur die Lebenskrisen von Individuen, für deren Bewältigung der Einsatz von Wissen zentral ist, sondern es gibt sehr viele systemische Prozesse, bei denen es im Grunde ständig darum geht, die Krisen gar nicht erst entstehen zu lassen. Wenn man nochmal in die Medizin als Beispiel geht, wäre das hier die Unterscheidung zwischen dem individuellen Arzt-Patienten-Verhältnis, das ist der klassische Fall, und dem, was heutzutage unter Public Health firmiert, also die Anwendung medizinischen Wissens, um die Gesellschaft insgesamt vor ansteckenden Krankheiten zu bewahren oder sowas wie Obesity zu senken. Also die Anwendung von medizinischem Wissen, das diese Gruppe hat, nicht nur für den einzelnen Patienten, sondern insgesamt für die Gesellschaft. Ähnliche Konstellationen hat man zum Beispiel bei der Lebensmittelkontrolle, im Risikomanagement, im Einsatz technischen Wissens, so dass keine Gefahren für die Allgemeinheit entstehen sollen. Da ist überall Professionalität gefragt. Und ich möchte deswegen diesen Professionsbegriff ausweiten gegenüber den englischen Professions auf eine generelle Logik, bei der es darum geht, dass Verantwortung für ein Wissensgebiet übernommen wird und dann den Laien sozusagen ein Vertrauensangebot gemacht wird. Ihr könnt zwar nicht überprüfen, was wir hier tun, weil ihr eben Laien seid, aber wir verpflichten uns, gewisse Standards einzuhalten und das Wissen nicht rein strategisch zu verwenden. Und in der Literatur ist dann oft auch die Rede von einem Vertrag zwischen der Profession und der Gesellschaft als Ganzer. Also die Profession bekommt gewisse Privilegien, eine gewisse Autonomie im Gegenzug dafür, dass sie ihr Wissen verantwortlich zum Wohl der Gesellschaft einsetzt. Es gibt hier gewisse Unterschiede in der deutschen und angelsächsischen Tradition. Ich hatte schon gesagt, dass im Deutschen der Begriff der Profession nicht so viel verwendet wird, sondern eher der Begriff des Berufs und dass der viel weiter ist. Und da steckt ein gewisses protestantisches Verständnis von Arbeit dahinter,
bei Luther zum Beispiel dieses Verständnis, dass Arbeit eigentlich eine Form von Gottesdienst sei, bei dem es auch keine Unterscheidung gibt zwischen dem Priester, dem Pfarrer und der Milchmarkt, also keine Unterscheidung zwischen höheren und niedrigeren Berufen, sondern jeder tut eben das, was er oder sie kann und dient damit Gott. Das ist interessant für die heutige Situation, weil in komplexen Systemen solche Unterscheidungen von höheren und niedrigeren Professionen nicht unbedingt sinnvoll sind. Denn an sehr vielen Stellen geht es gerade um das Zusammenspiel unterschiedlicher Tätigkeiten mit unterschiedlichen Wissensformen. Und schiefgehen können die Dinge eigentlich auf allen Ebenen. Und deswegen ist Verantwortungsübernahme auch auf allen Ebenen gefragt. Im kontinentaleuropäischen Raum und insbesondere im deutschsprachigen Raum war die klassische Organisationsform der Berufe die Zunft oder die Gilde. Und diese Organisationen hatten historisch eine sehr viel engere Bindung an die Staatsmacht, als das im angelsächsischen Bereich der Fall ist. Also man denke zum Beispiel an die Korporationen in Hegels Rechtsphilosophie, die stehen ja genau zwischen der bürgerlichen Gesellschaft, also der Sphäre der Marktfreiheit und dem Staat und sind so eine Art Bindeglied. Im angelsächsischen Bereich ist die Selbstorganisation dieser Professionen viel stärker im Mittelpunkt der Debatte. Und das ist aus einem anderen Grund interessant. Und zwar deswegen, weil zum einen dann Vorwürfe von zu großer Staatsnähe vielleicht nicht so drängend sind und weil sich potenziell auch transnationale professionelle Gemeinschaften denken lassen. Und das ist natürlich in Zeiten, in denen der Einfluss der Nationalstaaten eher zurückgeht, interessant, ob nicht die Selbstorganisation dann auch über Grenzen hinweg funktionieren könnte. Was ist von diesem Modell zu halten? Im Kontrast zur Marktlogik wirkt es auf den ersten Blick unglaublich verlockend. Ist das nicht die bessere Art und Weise, mit Wissen umzugehen, könnte man sich fragen. Hier werden soziale Räume geschaffen, in denen es nicht nur um die finanziellen Anreize geht, möglichst viel Geld zu verdienen, was mit den Forschungen der Arbeitspsychologie überhaupt nicht vereinbar ist, sondern hier werden viel breitere Motivationen der Einzelnen angesprochen. Soziale Anerkennung, Sinn bei der Arbeit, so ein Begriff von guter Arbeit, das lässt sich damit sehr schön vereinbaren. Aber dieses Modell hat durchaus auch seine Schwächen. Bei diesem Modell wird von vornherein mitgedacht, dass die restliche Gesellschaft von diesen Gruppen doch sehr abhängig ist. Und das stellt dann sofort Fragen nach Macht ohne Gegenmacht, nach dem Fehlen irgendeiner Form demokratischer oder sonstiger Kontrolle. Man denke an so Begriffe wie die Halbgötter in Weiß, wie die Mediziner früher genannt wurden. Das klingt doch nach einer ziemlichen Entmündigung der Laien, die vielleicht weitergeht, als sie gehen müsste. Die Gefahr, die sich bei diesem Modell stellt, ist, dass die Dinge zu sehr nach den Interessen der Professionals und nicht nach den gesellschaftlichen Bedürfnissen geregelt werden. Max Weber spricht in Politik als Beruf von den überall typischen Zunftinstinkten, die er in Deutschland in seiner Zeit diagnostiziert hat. Also das Bedürfnis, die Dinge zugunsten der eigenen Zunft zu regeln und nicht zugunsten dessen, was wirklich sinnvoll wäre. Es gibt auch den Vorwurf, dass so eine Professionslogik inhärent konservativ sei. In manchen Berufsgruppen, zum Beispiel in traditionell weiblich besetzten Tätigkeiten, wurde oft die Anerkennung als Profession verweigert, ohne dass es dafür nachvollziehbare Gründe gegeben hätte. Außerdem stellt sich die Frage, inwieweit man nicht in Gefahren der Verknöcherung reinläuft, weil neue Berufsbilder nicht unbedingt so leicht einen Platz finden können, wenn alles schon in den jeweiligen Professionen organisiert ist. Gerade in der angelsächsischen Debatte wird dann oft der Vorwurf erhoben, dass diese Vorstellung, dass bestimmte Gruppen sozusagen die Gralshüter bestimmter Wissensinhalte sein könnten, doch irgendwie sehr naiv sei und von einem viel zu positiven Menschenbild ausgehe. Und das mündet dann teilweise in einem ziemlich vernichtenden Urteil. Letztlich sei das doch alles nur eine egoistische Ideologie der White-Collar-Middle-Classes, also der gut ausgebildeten Schichten, die ihre Privilegien für sich sichern wollen. Und zwar sowohl symbolisch, weil sie die Deutungsmacht in der Gesellschaft behalten wollen, sich von anderen abgrenzen wollen, als auch materiell, weil sie damit sich nicht dem Marktwettbewerb stellen müssen, sondern höhere Gewinne erzielen können.
Insgesamt ist dieses Modell also durchaus auch mit Problemen behaftet. Und besonders diese Frage danach, ob hier nicht zu viel Macht ohne Gegenmacht vorliegt, ist durchaus ernst zu nehmen. Aber, und das ist ein gewisses Dilemma, es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass man komplett ohne irgendeine Variante dieses Wissens auskommen könnte. Und die Frage ist deshalb, wie könnte das gestaltet werden? Ich komme zum dritten Punkt, das Überhandnehmen der Marktlogik. Und ich hatte ja schon in der Darstellung der Marktlogik angedeutet, dass es hier so ein expansives Moment gibt, dass diese Idee, dass Märkte Wissen perfekt verarbeiten würden, immer weiter verallgemeinert wurde und auch diese Idee, dass es gut sei, strategisch mit Wissen umzugehen, immer weitere Kreise zog. Die Arbeiten über Informationsasymmetrien haben das nicht aufhalten können. Um nochmal an den Kontext von Hayeks Aufsatz 1945 zu erinnern. Märkte wirken da unglaublich attraktiv. Sie sind effizienter als Planwirtschaften, weil eben das Wissen nicht erst eingesammelt und dann wieder verteilt werden muss. Sie sind liberaler, weil sie den Einzelnen Freiheiten lassen, selber für sich zu entscheiden. Sie wirken politisch neutral, weil es niemanden und keine politische Instanz gibt, die irgendwie festlegen würde, was man mit Wissen macht, sondern es ist scheinbar dieser technisch agierende Apparat, der das ganz von selber macht. Und es wirkt auch sehr demokratisch, weil alle irgendwo an diesem Netzwerk der Veränderungen von Preisen teilnehmen können. Jetzt nicht unbedingt mit One Person, One Vote, aber immerhin mit One Dollar, One Vote, könnte man sagen. Zwischen 1945 und den 1980ern haben Hayek und einige seiner Weggefährten unermüdlich daran gearbeitet, diese Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen, mit Fernsehsendungen, Broschüren, Büchern, in der Ausbildung von Ökonomen. Ich habe hier zwei Beispiele auf der Folie, die vielleicht bekannt sind. Das eine ist ein Buch, das heißt I Pencil, da erzählt ein Bleistift, wie er produziert wird und wie da die Arbeit sehr vieler Menschen zusammengeführt wird und das alles passiert spontan durch die unsichtbare Hand des Marktes. Free to Choose von Milton und Rose Friedman. Es war ein Buch, aber es war vor allen Dingen auch eine Fernsehserie, wo diese Ideen popularisiert wurden und dann zum Beispiel Arnold Schwarzenegger über The Power of the Market berichtet hat, unwiderstehlich natürlich. Wobei viele dieser sogenannten Neoliberalen sehr lange frustriert waren, wie schwer sie sich damit taten, ihre Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen. Der Durchbruch kam dann in den 80ern mit Reagan und Thatcher und dann kam eben das, was heute als Neoliberalismus bezeichnet wird. Christoph hat schon angedeutet, der Begriff wird oft sehr vage verwendet. Aber was mir doch wichtig scheint, ist zu sehen, dass neben vielen anderen dieser Neoliberalismus auch eine Attacke auf die Professionslogik war. Denn die Möglichkeit, dass Individuen von etwas anderem als finanziellen Anreizen motiviert werden könnten, wurde hier implizit oder explizit immer bestritten und es wurde immer strategisches Verhalten unterstellt. Und die Möglichkeit, dass manche Gruppen bestimmtes Wissen haben könnten, das andere nicht haben, wurde als elitär und undemokratisch zurückgewiesen. Und das klingt dann natürlich erstmal gut, weil es so etwas Emanzipatorisches hat. Also man hat hier eine ganz interessante Familienähnlichkeit zwischen unterschiedlichen Formen der Kritik. Einerseits die ökonomischen Argumente. Da liegt der Fokus darauf, dass man sagt, lasst uns nicht irgendwie naiv annehmen, dass Menschen etwas anderes tun, als ökonomischen Anreizen folgen. Und andererseits diese scheinbar emanzipatorisch-egalitären Argumente, wo der Fokus ist, wir sind alle gleich, wir wollen uns nicht bevormunden lassen, wir können das selber für uns entscheiden. Und in den letzten Jahren hat sich das dann noch sehr schön verbunden mit dem populistischen Wettern gegen die da oben. Und dann ist man eben sehr schnell auch bei dem People have had enough of experts. Vor allem in den USA und Großbritannien hatte das sehr konkrete politische Folgen. Also der öffentliche Sektor wird in diesem Weltbild grundsätzlich misstrauisch gesehen, auch wegen der dort angesiedelten Professionslogik. Und man hatte dann an vielen Stellen eine Verschiebung hin von Patienten, Schülern, Bürgern und so weiter zu der Idee, dass das alles Kunden seien und man bitte den Kundeninteressen dienen möge. Und das führte dann zu allen möglichen Formen der Privatisierung, der Public-Private-Partnerships oder des New Public Managements, also der Anwendung
eines Marktdenkens direkt auf den öffentlichen Dienst. Die Probleme, die dabei auftreten können, sind wahrscheinlich allgemein bekannt. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Wechsel von einer Professions- zu einer Marktlogik in der Regel mit einem Anstieg der Ungleichbehandlung einherging. Denn qua Patienten sind alle Menschen gleich. Qua Kunden geht es natürlich nach Kaufkraft und nicht danach, was irgendwie gleiche körperliche Bedürfnisse wären. Und in der Regel war es dann so, dass sich herausgestellt hat, man kann doch nicht komplett auf ein Marktsystem umsteigen. Und weil man dann auch keine Marktpreise hatte, hat man stattdessen irgendwelche Indikatoren gesetzt. Und oft wurden dann diejenigen, die in diesen Bereichen gearbeitet haben, aufgefordert, sich bitte an diesen Indikatoren zu orientieren, als wären das Marktpreise. Und das hat nach dem Empfinden vieler Betroffener zu so einer gewissen Sinnentleerung der Arbeit geführt, weil es dann nur noch um diese Indikatoren ging. Da könnte man vielleicht noch sagen, das sind jetzt die Klagen der privilegierten Mittelklasse, die sich auf einmal an irgendwelchen Indikatoren orientieren muss, anstatt einfach autonom selber zu machen. Aber durch diese Indikatoren sind auch alle möglichen Verzerrungen in diese Systeme getragen worden, weil professionelle Urteilskraft durch die Bewertung anhand dieser Indikatoren ersetzt wurde. Und ein Beispiel, bei dem das sehr viel diskutiert wurde, ist das amerikanische Teach to the Test, also wo Lehrer danach bewertet wurden und auch werden, soweit ich weiß, dass sie Schüler auf bestimmte Testergebnisse hochbringen und alles, was nicht in diese Testergebnisse eingeht, ist dann pädagogisch sozusagen unwichtig. Gab auch sehr viele Manipulationsfälle, weil viele der Lehrer einfach nicht eingesehen haben, in was für einem System sie da operieren sollten. Und oft ging das auch noch einher mit der Einführung von Konkurrenzdruck unter den Beteiligten in der Annahme, dass das irgendwie zu Effizienzsteigerungen führen würde. Aber immer, wenn es um komplexe Wissensinhalte geht, hat Konkurrenz sehr zwiespältige Effekte. Denn wer in Konkurrenz miteinander steht, wird nicht unbedingt bereit sein, Wissen zu teilen. Und dann werden möglicherweise Formen der Wissensweitergabe, die unglaublich wertvoll werden, unterbunden. Die traurige Ironie dabei, das führe ich jetzt nicht im Detail aus, aber ich möchte es zumindest andeuten, ist, dass es natürlich dann auch immer jemand braucht, der die Anwendung der Marktlogik auf diese Bereiche erläutern und durchführen muss. Und wer sind das? Das sind Ökonomen. Und man könnte sich schon die Frage stellen, ob die Ökonomen selber eigentlich auch eine Profession sind, die es aber geschafft hat, sich hier als die Erklärer, die hohen Priester des Marktes darzustellen und deswegen ihre eigene Verantwortlichkeit, die mit ihrem Wissen einhergehen könnte, überhaupt nicht thematisiert haben. Aber wie gesagt, das halte ich jetzt kurz. Ich komme zum letzten Punkt. Was wären die Potenziale einer Wiederbelebung oder einer Stärkung der Professionslogik? Ich halte es für schwer vorstellbar, dass moderne, hochdifferenzierte Gesellschaften ausschließlich nach einer der beiden Logiken funktionieren könnten. Wünschenswert wäre, dass sie sich auf sinnvolle Weise gegenseitig ergänzen, vielleicht auch begrenzen und die Felder, in denen jeweils die eine oder andere Logik vorherrscht, klar markiert und abgegrenzt sind. Und wie genau diese Balance auszusehen hat, das kommt eigentlich sehr stark auf die jeweiligen Bereiche an. Und ich halte es für schwierig, das zu verallgemeinern, aber gerade das zeigt, wie spezialisiert das eben ist. Man kann da nicht ein Muster überall anlegen, sondern man muss sich das im Detail anschauen. Welche Logik in welchem Bereich vorherrscht, ist auch eine Frage der Politik und der politischen Kämpfe. Und ich sagte schon, es geht da um Macht, um Geld und um Deutungshoheiten und gesellschaftliches Ansehen. Wenn man davon ausgeht, dass die Professionslogik bewahrenswert und in manchen Bereichen auch bestärkenswert ist, dann muss es sich allerdings den Herausforderungen stellen, die sie vor allem im angelsächsischen Bereich überhaupt erst so anfällig für diese Attacke durch die Marktlogik gemacht haben. Das heißt, sie muss sich dem Vorwurf stellen, dass es hier um ein engstirniges, egoistisches Mittelklasseprojekt der sozialen Abgrenzung gehen könnte. Und interessanterweise gibt es gerade zu dieser Problematik, wie eine zeitgemäße demokratische Form der Professionslogik aussehen könnte, sehr interessante Studien
in der angelsächsischen Debatte. Ich möchte hier auf zwei verweisen. William Sullivan, Work and Integrity, der hat den Begriff des Civic Professionalism geprägt und Albert Suhr hat den Begriff Democratic Professionalism entwickelt. Das sind Weiterentwicklungsvorschläge für die Professionslogik, sozusagen Lessons learned, nachdem man gesehen hat, wie schwierig es ist, die Professionslogik zu verteidigen gegen die Marktlogik, wenn sie einfach so in ihren alten Mustern verbleibt. Was haben diese Vorschläge gemeinsam? Ich versuche das auf vier zentrale Punkte runterzubrechen. Der erste Punkt ist das Bewusstsein der eigenen Position in der Gesellschaft. Denn qua Professional fordert man Autorität ein, die so strukturiert ist, dass die Laien nur sehr schwer überprüfen können, was man da eigentlich tut und wie gut diese Autorität genutzt wird. Und das erfordert eine kritische Reflexion dieser Rolle, und zwar nicht nur einmal, sondern in einem ständigen Begleitprozess. Und wie besonders Sullivan betont, darf sich dabei die Frage nach Professionalität auch nicht auf die technischen Dimensionen beschränken, sondern diese ethische Herausforderung, dass es diese Abhängigkeitsverhältnisse der anderen gibt, dass man Autorität fordert, das müsse immer mitgedacht werden. Die Bereitschaft zum Dialog mit anderen, mit Nicht-Experten, ist nach diesen Vorschlägen ein zentrales Element dessen, wie Professionen in der Gesellschaft die Autorität, die sie für sich beanspruchen, rechtfertigen können. Und anstatt die Funktion des Publikums erstmal nur kritisch zu sehen und das sozusagen als diese lästige Rechtfertigungsaufgabe zu sehen, schlagen Suhr und Sullivan und andere Autoren vor, das auch als was Positives zu würdigen, das helfen kann, eigene Einseitigkeiten zu erkennen, blinde Flecken aufzudecken, neue Impulse zu bekommen. Und das führt dann im nächsten Schritt auch dazu, dass man die Grenzen zwischen den Professionen und die Grenzen zwischen Professionellen und Laien als viel poröser verstehen sollte, als das in der Vergangenheit vielleicht der Fall war. Das heißt, die Einbindung des Publikums so weit möglich, ohne die professionellen Werte aufzugeben, sondern eher um sie zu stärken. Und hier knüpfen diese Autoren auch stark an Überlegungen aus der deliberativen Demokratietheorie an. Also Demokratie als unter anderem eine politische Form, in der öffentliche Deliberation eine ganz zentrale Rolle spielt. Und der Vorschlag ist, dass gerade die Professionen für die Organisation dieser Deliberation eine wichtige Rolle spielen können. Und um das in einem Zitat von Sullivan zu fassen: The question becomes, can professionals in their individual and collective lives learn to think and act cooperatively with us as both experts and citizens? Und ich würde einen Punkt hier noch ergänzen, über diese Autoren hinaus, nämlich die Wertschätzung unterschiedlicher Formen von Expertise. Denn wenn man von Professions spricht, dann ist sehr oft die Gefahr, dass es zu schnell einseitig auf akademisches Wissen verkürzt wird. Es gibt ein sehr schönes Beispiel aus so der Soziologie der Wissensvermittlung, das ich noch kurz ausführen möchte, aus England, aus dem Lake District. Und zwar waren nach dem Atomunfall von Tschernobyl sehr viele radioaktive Niederschläge im Lake District angekommen, aufgrund irgendwelcher meteorologischen Besonderheiten. Und dann kam die Frage auf, ob die dortigen Schafe, die Lämmer, die dort gezüchtet werden, zu sehr radioaktiv verseucht sind oder ob die noch verkauft werden dürfen. Und was dann passiert ist, ist, wenn man diesen Berichten Glauben schenken darf, ein Kammerspiel des gegenseitigen Missverständnisses zwischen diesen lokalen Sheep Farmers, die sich extrem gut mit den lokalen Wetterlagen und mit dem Verhalten ihrer Schafe und so weiter auskannten, also auf eine gewisse Weise ganz spezialisierte Experten waren, und den Bürokraten und Wissenschaftlern, die da mit riesen Paperwork und Formularen und irgendwelchen standardisierten Vorschriften ankamen. Und es hat erheblich gedauert, bis man da zueinander fand und festgestellt hat, auch diese anscheinend rückständigen Bauern, die haben ganz relevante Informationen, ganz relevantes Wissen darüber, wie man mit dieser Situation jetzt umgehen kann. Das Schöne ist, dass sehr vieles, was diese Öffnung der Professionen angeht, schon passiert. Vielleicht nicht explizit aus
diesen Überlegungen heraus, aber man könnte viele positive Beispiele anführen. Allerdings gibt es auch an vielen Stellen sehr unangenehme, schwierige Interferenzen dieser Logiken, die dann oft auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Denn oftmals hat man dann die Konstellation, dass die Betroffenen, die Ärzte, die Krankenschwestern, die Lehrerinnen, was auch immer, sehr motiviert, im Grunde mit so einer Professionslogik an ihre Arbeit rangehen und dann aber in Systeme geraten, die rein nach einer Marktlogik operieren und da entsprechend ausgenutzt werden. Und es gibt einiges an soziologischen Studien dazu, die beschreiben, wie schwierig das für die Betroffenen dann ist, zwischen diesen unterschiedlichen Imperativen eine Vermittlungsfunktion einnehmen zu müssen. Also das wird dann oft unter dem Begriff der Impossible Situation gefasst. Man steckt unter verschiedenen Anforderungen und kann denen nicht gleichzeitig gerecht werden. Es gibt allerdings einen Begriff von Tucker Parson, der sehr hilfreich sein kann, um sich klarzumachen, wie die institutionelle Gestaltung besser aussehen könnte. Das ist der Begriff der Integrated Situation, also der integrierten Situation, in der die unterschiedlichen Motive, die das Individuum hat, in die gleiche Richtung gehen, integriert sind. Und damit meint er, die Gesellschaft fordert von den Professionsmitgliedern bestimmte Dinge, zum Beispiel die sinnvolle, verantwortliche Verwendung von Wissen. Die Anreize, die die Individuen konkret erleben, die finanziellen Anreize, die Anerkennung der Kollegen, die gesellschaftliche Anerkennung, die Reputation, das muss mit dem einhergehen, integriert sein, was die Gesellschaft von diesen Professionals eben auch braucht. Und das tritt dann nicht zuletzt auch dem Vorwurf entgegen, dass die Professionslogik ein zu naives, optimistisches Menschenbild hätte. Denn die Annahme bei Parsons ist nicht, dass Professionals irgendwie bessere Menschen wären, sondern die Annahme ist, dass die sozialen Kontexte des menschlichen Handelns so gestaltet werden können, dass auch wünschenswertes Verhalten entsteht, aber mit einem entscheidenden Unterschied zu den ökonomischen Modellen, nämlich er geht weg von der Annahme, dass Menschen in erster Linie von finanziellen Anreizen angetrieben werden und berücksichtigt dieses viel breitere Motivationsspektrum, soziale Anerkennung, Streben nach Selbstwirksamkeit, Streben nach dem Einsatz der eigenen Fähigkeiten auf eine Weise, die man selber als sinnvoll erleben kann. Ich habe keine Uhr, aber ich glaube, ich bin schon am Ende der Zeit. Ich werde kurz schließen mit einer kurzen Überlegung, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Ich hatte anfangs ja schon gesagt, dass es hier um Fragen dessen geht, wie die Selbststeuerungsfähigkeit von liberalen Gesellschaften sichergestellt werden kann und damit auch die liberale, offene Gesellschaft verteidigt werden kann gegen eine sehr unheilige Allianz unterschiedlicher Kritiker, nämlich zum einen marktradikale Formen des Liberalismus, die dann einhergehen oder gemeinsame Sache machen mit bestimmten Formen des Populismus und die dann sehr leicht hinführen zu autoritären Tendenzen aus dem Eindruck heraus, dass die Gesellschaft zu komplex geworden ist, dass man irgendwie nicht mehr weiß, wie das alles funktioniert. Also so ein Gefühl des Vertrauensverlustes, was dann sehr anfällig macht für diejenigen, die einfache, schlichte Lösungen versprechen. Aber es steht noch mehr auf dem Spiel, denke ich. Und zwar, wenn man so will, die Bedeutung eines tiefen Wertepluralismus in liberalen Gesellschaften. Denn wenn wir davon ausgehen, dass es Werte gibt, die andere als Marktwerte sind, ästhetische Werte, wissenschaftliche Werte, was auch immer, dann ist immer auch die Frage, wer hat Zugang zu diesen Werten, wer kann darüber Urteile fällen und wer kann darüber Aussagen machen, die mehr sind als nur die Befriedigung irgendwelcher subjektiver Präferenzen. Die negative Seite, wenn es das nicht gäbe, wäre, dass es nur noch Marktwerte gibt, das heißt, dass alles Tauschwert ist und keinerlei Gebrauchswert oder andere Werte eine Rolle spielen. Und wenn wir Werte, die anderen Logiken als denen des Marktes und der Zahlungsfähigkeit folgen, bewahren wollen, und wenn wir davon ausgehen, dass es auch nicht nur in der Freizeit der Individuen, sondern irgendwo auch in der Arbeitswelt einen Platz haben muss, dann stellt sich die Frage, wie Professionslogiken und Logiken von Gemeinschaften, die bestimmte Werte erkennen, weiterentwickeln, erklären, bewahrt werden könnten.
Und das sind politische Fragen, die heutzutage, denke ich, sehr in der Luft liegen. Herzlichen Dank und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.